Du interessierst dich für Schamanismus und möchtest dich orientieren außerhalb von Religionen, außerhalb von Kulten und außerhalb von Regeln. Das Letzte außerhalb von Regeln wird dir nicht gelingen, da es Regeln gibt, die diese Welt ausmachen. In der schamanischen Welt gibt es genauso Regeln wie in anderen Welten. Was benötigst du für deinen eigenen schamanischen Weg, wenn du ihn gehen willst, ohne Lehrer, ohne Meister, wenn du ganz alleine losgehen willst auf deinem eigenen schamanischen Weg? Du benötigst dazu einen Ast eines Baumes, du benötigst dazu einen Sandstein, so einen schönen, natürlich abgerundeten Sandstein, wie du ihn finden kannst an Flüssen. Und du benötigst dazu ein Ledersäckchen. In das Ledersäckchen tust du die Dinge rein, die für dich persönlich sehr wichtig sind. Das können Dinge aus deiner persönlichen Geschichte sein, das können Nüsse sein, Steine sein, Mineralien sein. Es sollten möglichst wenig Dinge sein. Und du packst eine Rasierklinge in das Säckchen. So eine in Papier eingewickelte Rasierklinge, wie man sie kaufen kann. Dieses kleine Säckchen trägst du bei dir. Das ist quasi die Absicherung deines privaten Bereiches. In den Stein, den du gesammelt hast, ritzt du deinen Namen. Das kannst du in Buchstaben machen aus dem lateinischen Alphabet. Das kannst du auch in Runen machen, wenn dich Runen interessieren. Und den Stock, den stellst du zu Hause an einen Ort, den du auswählst als Ort deiner, als deine Basis. Wenn du das gemacht hast, gehst du in die Natur, legst die Hand auf die Erde und sagst: Ich danke für meinen Weg. Und danach musst du eigentlich nur üben und lernen, regelmäßig zu versuchen, Dinge aus der Intuition heraus zu erkennen, aus der Intuition heraus zu handeln und deine eigenen intuitiven Erfahrungen zu machen. Das wäre ein pragmatisch möglicher Weg, sich auf den schamanischen Weg zu begeben, ohne groß eingeweiht zu werden oder ohne groß einem Kult beizutreten oder einer schamanischen Gruppe beizutreten. Den Rest werden die Naturwesen regeln, den Rest wird auch die Natur für dich regeln. Du wirst die Verbindungen bekommen, die du brauchst. Du wirst die Menschen treffen, die du treffen sollst. Und du wirst Einsichten haben. Eine tägliche Praxis, die mit dem schamanischen Weg einhergeht, ist das sich draußen hinsetzen. Auch nachts, wenn es dich ruft, da sitzen und darauf zu warten, dass du den Urgrund deiner selbst berührst und im Urgrund deiner selbst landest. Das ist der Weg, den alle natürlich orientierten Menschen gehen und gegangen sind und der dich zu sehr interessanten, lehrreichen und guten Erfahrungen für dich selbst führen kann. Wenn du auf diesem Weg Begleitung wünschst oder Fragen hast, dann kannst du dich gerne an mich wenden, den Nussknacker. Ich freue mich über jedes Like auf dieses Video, über jeden Kommentar und auch über jedes Abonnement meines Kanals.